Wir wussten, weil du sagtest 10 Minuten, das konnte man noch ertragen. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Und erstmal den Stream, willkommen zurück. Und dann wäre der nächste Punkt die Bürgermeisterwahl von Melle. Nach der Farbe sieht das schon wieder nach Kevin aus. Kevin. Ja, genau. Ich wollte es nochmal ankündigen, dass am Europawahltag halt auch in Melle die Bürgermeisterwahl ansteht. Und die Chancen stehen jetzt nicht so schlecht, dass der erste Pirat ein Bürgermeisteramt bekleiden wird. Das sage ich nicht, weil ich aus einem gesunden Zweckoptimismus heraus irgendwie nur noch an Piraten sind toll glaube, sondern der Kandidat hat tatsächlich objektiv gute Chancen, bessere Chancen als die Gegenkandidaten, so wie ich das einschätze. Es liegt daran, der kommt aus Melle und er ist dort bekannt wie ein bunter Hund und beliebt. Und die anderen, die sind halt gecastet von CDU und SPD, die kommen nicht mal aus der Stadt. So, der Meller-Kandidat, der wollte zuerst, oder der hat sich zuerst aufstellen lassen als Bürgermeisterkandidat von den Piraten, hat sich aber dann entschieden, parteilos anzutreten, damit er halt auch gewählt wird. Traurig, aber ja. Traurig, aber wahr, ja. Genau, so, und ich finde, dass wir das den ersten bundesweiten Piratenbürgermeister irgendwie schon vernünftig, öffentlichkeitsmäßig bearbeiten sollten. Also, dass wir da echt ein paar Tage lang die Aufmerksamkeit für uns nutzen. Also, ich habe für mich entschieden, dass ich zum Beispiel bei der Wahlparty Europawahl in Melle sein möchte. Ich will das einfach miterleben. Wir hatten grundsätzlich das Thema in der LAFO-Runde halt schon irgendwie, da ging es darum, ihm irgendwie noch finanzielle Wahlkampfhilfe zu ermöglichen, was wir, glaube ich, auch gemacht haben. Jetzt wäre die Frage, habt ihr da noch weitergehende Ideen, wie man das, die Situation vernünftig vorbereiten kann, dass der dann auf einmal Bürgermeister ist und dass wir das gebührlich öffentlich feiern? Aber du sagtest, er tritt parteilos an. Ist aber Pirat, oder wie? Genau so ist es. Also das heißt, du kannst auf dem Meller-Wahlzettel nicht Piraten ankreuzen, aber Matthias Pietsch. Und er macht natürlich auch kein Geheimnis draus, dass er Pirat ist. Nur, wenn daneben auf dem Wahlzettel Piraten gestanden hätte, würde er wahrscheinlich weniger Kreuze kriegen. Gut, dann müssen wir das irgendwie. Das ist keine gute Werbung für Piraten. Doch. Wenn er gewählt wurde. Ja, gut, der Fakt an sich ist natürlich jetzt unschön einfach, ne? Aber. Wir können hinterher durchaus verkünden, dass es ein Pirat geworden ist. Gut, wenn ihr da jetzt gerade keine schlauen Ideen habt, dann werde ich das mit Öffentlichkeitsarbeit und ja, den also Presseleuten soweit vorbereiten. Genau. Ja, läuft. Ja, mit der unserer Presseabteilung natürlich. Versprechen. Ja, genau. Also die haben das Thema grob auf dem Schirm, aber ich denke, dass man da was Konkreteres planen sollte. Man könnte natürlich auch die Bundespresse informieren. Aber letztlich bringt es uns wahlkampfmäßig halt auch nichts, wenn er irgendwie gewählt wird, weil der ist ja dann vorbei. Nicht für den aktuellen Wahlkampf, das stimmt, ja. Ja, die Frage ist halt, was wir unbedingt vermeiden sollten, wäre, wenn wir jetzt die Presse machen, also Presse machen, indem wir sagen, hier ist ein Pirat, Piratenbürgermeister, aber die Wähler ja jemanden Parteiloses gewählt haben. Wäre meine Sorge, dass man dann dem Wähler gegenüber unglaubwürdig ist, wenn man hinterher propagiert, dass das ja ein Pirat war. Aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Er scheint kein Geheimnis draus zu machen, also wird das wahrscheinlich auch bekannt sein. Er tritt zwar ohne Parteilogo an, ist aber bekannt als Pirat in der Stadt. Ja, aber dann hätte er ja auch gleich als Pirat antreten können, wenn er so bekannt ist. Das ist sowieso jeder ja, weiß. Das war jetzt seine Entscheidung, da können wir ja wenig, aber. Nee, jetzt, ja klar. Es sind Leute direkt auf ihn zugegangen und haben gesagt, ich würde dich ja wählen, aber die Piraten kann ich nicht wählen. Okay. Ich weiß, dass du Pirat bist, aber eben, ich wähle dich auch, aber nur wenn du nicht Pirat bist, oder wie?
Bitte was? Helena Zipp schneller als ich. Also ich finde das ja gut, dass es so ist, aber... Ja, also ich finde, wir stehen über solchen kleinlichen Dingen, wie das da Pirat dran steht, weil es muss nicht immer einmal Piraten dran stehen, nur weil Piraten drin sind. Ja, also das wurde auch durchaus öffentlich kommuniziert. Also ich lese mal ganz kurz vor in der Zeitung vor. Männer haben gemeinsam mit den Mitgliedern der Piratenpartei eine neue Allianz um den Bürgermeisterkandidaten Matthias Pietsch gebildet. Formal ist Matthias Pietsch von der Nominierung durch seine Partei Piraten zurückgetreten. So konnte er im Anschluss von den Mitgliedern der Wählergemeinschaft einstimmig als deren Kandidat erneut für die Bürgermeisterwahl am 25. Mai aufgestellt werden. Das geht vom Gesetz? Also ist er nicht parteilos angetreten, sondern für die Wählergemeinschaft? Ja, also streng genommen parteilos schon, weil Wählergemeinschaften keine Partei sind, aber ja. Rein rechtlich kann er nicht für eine Partei antreten, die nicht Piraten ist, weil er Piratenmitglied ist. Und laut niedersächsischem Wahlgesetz darf man nur in einem der Partei Mitglied sein, für die man auch antritt, wenn man für eine Partei antritt. Das heißt, er muss parteilos angetreten sein. Aber irgendwer muss ihn ja auch vorgeschlagen. Ja, aber das, wenn da jetzt steht Wählergemeinschaft, ich habe bisher nur zitiert, was da gerade stand. Ja, es gibt zwei verschiedene Arten von Aufstellungsversammlungen für Kommunalwahlen. Das eine ist eben Parteitag, Aufstellungsversammlung. Das andere ist einfach eine Bürgerversammlung. Da können alle Bürger aus diesem Ort einfach hingehen und Kandidaten aufstellen. Und das ist völlig unabhängig von irgendwelchen Parteien. Und das ist das, was solche Wählergemeinschaften tun. Und das ist ein anderes Konstrukt für Aufstellungsversammlungen. Für Bürgermeister und kommunale Wahlen und so. Okay, bei uns war es anders. Also wir haben zum Beispiel eine Wählergemeinschaft, die auch im Rat vertreten ist. Und die ist auch als Partei, oder? Das ist auch eine Partei. Das, ja, das, ist das geht, ja, so blöd. Das geht. Das ja? geht, ja. UWG. Genau, die nennen sich zwar Wählergemeinschaft, sind aber eine Partei. Und dann gibt es aber auch Wählergemeinschaften, die sind Wählergemeinschaften. Das sind einfach Bürgerbündnisse. Die brauchen sich gar nicht formell gründen oder so. Genau, also das Wahlgesetz unterscheidet da auch deutlich. Ja, allein dafür, wer unterschreiben muss auf den Zetteln, ist halt relevant, ob es eine Partei ist, ob es Vorsitzende gibt oder eben nur so ein loses Bündnis, wo es keinen Vorsitzenden gibt. Ja, gibt es dazu jetzt noch weitere Wortmeldungen? Yay. Hallo. Hallo. Oh, Mensch, bist du fertig? Ja, genau, eigentlich perfekt für den Punkt noch. Es geht gerade um Bürgermeisterwahl in Melle, wo wir einen Bürgermeister bekommen wollen. Das heißt, er hat realistische Chancen zu gewinnen. Echt? Ja. Und die Frage von Kevin war, wollen wir da irgendeine coole Aktion machen, sobald er gewählt wurde? Wahrscheinlich ist das denn, weil hat er schon mal kandidiert oder nur damit ich mal kurz, wo hat er aus diese Sicherheit? Kevin? Ja, also die Gegenkandidaten, die kommen gar nicht aus Melle, sondern sind von CDU und SPD gecastet. Das sind irgendwelche Leute, die da einfach vorgeschoben sind. Matthias Pietsch hingegen ist sowohl aus Melle, schon ewig verwurzelt in die Familie, sehr bekannt und sehr beliebt. Und das gibt ihm gute Chancen, gewählt zu werden. Es gab jetzt zwischendurch halt das Bedenken, einige Leute wollten ihn gerne wählen, aber sie sagten, Piraten kann ich nicht wählen. Also hat er halt seine Piratenaufstellung zurückgezogen und tritt halt ohne den Zusatz Piraten an, ist aber Pirat und das ist auch kein Geheimnis. Und das macht die Wahrscheinlichkeit halt gut, dass er es auch wirklich wird. So, und das wäre halt der erste Pirat in dem Bürgermeisteramt. Das stimmt nicht. Nee? Es gab schon mal einen Bürgermeister, der bei uns eingetreten ist. Ah, okay. Dann wäre es der erste Pirat, der in dem Bürgermeisteramt gewählt wird. Gibt es für euch Stichwahlen, ja, ne? Die Melle? Ja. Also, das heißt, es würde eh nur entschieden, wenn er über 50% hat, richtig? Genau, ansonsten kann es sein, dass es ein paar Wochen später kommt. 3 Wochen später. Ja. Bei 3 Kandidaten ist das wahrscheinlich. Das genau, darum frage ich das. Ja. Ja, aber selbst bei einer Stichwahl kann man ja schon nach der ersten Wahl deutliche Tendenzen erkennen. Und das heißt, dass man auch dann schon irgendwie die Situation nutzen sollte. Ach, was geht hier?
Frage ist ja auch, was machen wir, wenn die erste Wahlgang durch ist und die ist zur Stichwahl kommt? Fahren wir da nochmal große Geschütze auf und alle fahren hin? Also ich weiß, bei uns ist eine Stichwahl, ich weiß nicht, ist sie überall gleich, die Stichwahlen? Bei uns sind die am 15. Juni, ja, die Stichwahlen für den Landrat. Müsste das gleiche sein, ja. Es ist in Niedersachsen recht, das ist überall gleich. 3 Wochen danach. Okay. Dass man sich das vielleicht schon mal überlegt, da anfängt irgendwie schon mal vorab zu fahren. Und dann das Ganze auch in sichere Tüten zu bekommen. Das Zweite ist, was man natürlich machen kann, das ist öffentlichkeitsarbeitstechnische Ausschlachten. Gerade bei Bürgermeisterwahlen. Fünf. Das andere war SPD und CDU, ne? Ja. Ich frage das deswegen, da besteht dann nicht so die Gefahr, dass sich dann die anderen Parteien zusammenschließen. Ach so, und Grün übrigens auch noch. Ah ja, siehst du, da zum Beispiel, also wenn jetzt, bei unserer Landratswahl war das ähnlich. Da hatten die Grünen zum Beispiel einen Kandidaten, die SPD und der Schünemann, ihr wisst. Und dann gab es ja die Stichwahl. Und dann hat zum Beispiel haben die Grünen dann ihren Kandidaten zurückgezogen und haben damit den SPD-Kandidaten gestärkt für diese Stichwahl. Ja. Das ist wichtig zu wissen, weil wenn jetzt zum Beispiel die Grünen dann sagen, ja, wir haben jetzt 10% gekriegt, wir sagen jetzt, wir unterstützen den SPD-Kandidaten, wenn mal angenommen, der hätte jetzt 40% oder so. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Pirat dann verliert, weil du sagst, es ist schon vorher schon wahrscheinlich abzusehen. Es ist eben dann, wenn es sehr viele sind, nicht mehr abzusehen, wenn die sich irgendwie verbünden. Wenn es jetzt nur CDU und SPD ist, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass da eine... Ja. Ja, aber man kann da schon ziemlich deutlich absehen, dass die grünen Wähler dann den SPD-Kandidaten eher unterstützen. Ist wahrscheinlich. Hängt natürlich von den Individuen ab. Nee, ich wollte jetzt nur, deswegen wollte ich wissen, wie die Konstellation ist. Aber zum Thema alle hinfahren ist schwierig, weil wir haben keine Ahnung von Mille. Und wenn wir wieder Wahlkampf machen, keine Ahnung von Mille haben. Ja, gut, dann hast du die. Ich verstehe kein Wort, wenn Leute gleichzeitig reden. Du machst die Domini, die aber Flyer verteilen. Okay, ja, das kann man. Du bombardierst so Massen. Und wenn Fragen kommen, schickt man die an die, die aus Mille kommen und Ahnung von dem Wort haben. Ja, oder man geht durch Fußgängerzonen. Also, das ist einfach nur. Bös gesagt, also einfach nur, um die zu unterstützen, nicht informell, sondern ja. Oder dass man die Pressemitteilung abnimmt oder so, damit die das machen können. Oder dass man halt irgendwie den Fokus auf jeden Fall da drauf hat. Das heißt, wenn irgendeine Anfrage aus Melle kommt, dass die dann gleich Leute hat, die dann nur kollaborativ bearbeitet wird. Die sind aktiv und fleißig und die typischen Verdächtigen, die halt immer wieder dabei sind, irgendwo zwischen 5 und 10 Grünen. Okay. Halt. Es wird gerade um eine Stream-URL gefragt. Bei 300g-aufschnitt.de. Gut, gibt es jetzt noch was zu der Bürgermeisterwahl? Wenn nicht, was? Die SG Öffentlichkeitsarbeit hat dann schon die ganzen Sachen für Gewinn schon fertig? Nein. Das wäre vielleicht auch nochmal, dann nehmen wir sofort alles. Steht auf der Tür. Wie hieß der nochmal? Matthias Pietsch. Gut, weiteres zur Bürgermeisterwahl in Melle? 3 zu 1? Nö. Gut, dann habe ich jetzt noch gerade was eingefügt, wo ich noch berichten wollte und ankündigen. Wir hatten gestern den Termin mit dem NDR. Das hattet ihr ja wahrscheinlich im Ticketsystem gesehen, dass die angefragt haben für einen Termin. Die machen einen Beitrag über kleine Parteien. Leider zählen wir auch zu kleinen Parteien. Schade, aber ist so. Und haben eben, wie ich fand, relativ komisch uns aufgenommen beim Flyern. Auch mal was fürs Fernsehen, hat sich nicht angefühlt wie Flyern, sah aber auch nicht so aus, aber für die Kamera. Und danach wurde ich auch noch kurz interviewt
Hat ein bisschen viel zur AfD gefragt, wie die AfD mit der Presse umgeht im Vergleich zu uns. Ja, ist aber schon richtig abgebogen, oder? Ja, ist aber schon richtig abgebogen, oder? Und war halt, ja, und wird nächste Woche irgendwann bei Hallo Niedersachsen gesendet. Gibt noch keinen festen Sendetermin. Also wenn Platz ist. Genau. Und halt, wie lange die auch noch brauchen. Ich weiß nicht, wie die mit den anderen Parteien die Termine hingekriegt haben und wie lange sie noch schneiden müssen. Ja. Das wollte ich nur so berichten. Gibt's dazu Fragen? Nö, dann gebe ich jetzt weiter an Helena, die hat da gerade was von der Infomailingliste. Ja, wir hatten ja letztes Mal besprochen, dass wir sowas haben wollen. Das habe ich jetzt soweit erstellt. Guck noch mal drüber. Dann schicke ich das über die anderen Mailinglisten und dann könnt ihr allen Leuten empfehlen, wer nur Infos haben möchte, aber nicht unendlich viele E-Mails bekommen will, der kann sich da eintragen. Da gibt es dann für alle offiziellen Ankündigungen von uns. Und wer offizielle Ankündigungen zu tätigen hat, könnte die dann auch über diese Liste schicken. Die ist dann moderiert und keiner... Genau, niemand darf schreiben, ich schalte alles frei. Ja. Ich kann da auch sicherlich E-Mail-Adressen eintragen, die automatisch durchgelassen werden. Aber Diskussionen sollen halt eher auf der aktiven NDS stattfinden als auf der Liste, weil da nur Infos drüber sollen. Also read-only für die allermeisten Leute. Also ein typischer Announce. Genau. Ja, und Reply-to ist auch gesetzt auf die aktive? Ja. Ah, jetzt müssen erstmal Leute drauf, damit... Sich lohnt auch E-Mails zu schicken. Schicken Sie selber, wunderbar. Ja, ein in sich Geschäft. Informiert bei uns selbst. Gut, Fragen dazu? Oder Anmerkungen? Platz 1, nein. Dann sollten wir jetzt den Anfang. Ich habe noch was Sonstiges. Hattet ihr schon über das Kommunalpiratenmann-Treffen gesprochen? Ich weiß nicht, war jemand von euch eigentlich da? Oh, du warst doch da, du hättest. Wusstest du nicht, wissen, ob du das da war? Ich glaube nämlich nicht. Einer, der in der Ecke sitzt, was war. Aber sonst, ich weiß nicht, hattet ihr schon Bericht bekommen, irgendwie nochmal einen mündlichen? Nö. Dann hätte ich das jetzt gerne nochmal. Wo wir jetzt wieder hier in dem Verlegenheim sind von letzter Woche. Die Treffen. Ja. Wir haben uns ja letztes Wochenende auf Einladung von Andreas hier getroffen. Um die Kommunalwahl 2016 vorzubereiten und haben dann auch zwei Gruppen gebildet. Unsere Gruppe hat den Schwerpunkt gehabt für die Kommunalwahl, also jetzt erstmal im Jahr Aktionstermine rauszusuchen, die man dann verfolgen kann. Jetzt zum Beispiel am 17.05. der Tag gegen Homophobie und oder für Homophobie und Transgender. Das macht der Ole, kümmert sich darum, um da jetzt eine Pressemitteilung und das Ganze ein bisschen zu pushen. Wir haben noch weitere Termine, einmal Tag des Weißen Stockes, Tag für Datensicherheit und den Welt-AIDS-Tag am 2. Dezember. Aber die anderen sind, weiß ich jetzt nicht, die stehen aber im Pad mit drin, in dem Dämonhaus der Kommunalpiraten-Pad. Da haben wir jetzt auch die Leute, wir hatten Mirko Pauli hatte, glaube ich, für AIDS und Coco hatte, wenn mich nicht alles täuschen, Blindenstock. Aber es ging auch darum, nur die Leute, die sich dafür gemeldet haben, dass man Ansprechpartner hat, dass man Koordinatoren hat, die dann die Flyer-Produktion machen, dass Leute halt, dass sie die Wiki-Seite aufmachen, dass sie ein How-To pflegen, How-To Aktion Niedersachsen, dass sie sich darum kümmern, dass das halt lokal gemacht wird. In die Richtung geht das. Dann wurde auch besprochen, dass man einen Verein gründet oder überlegt, dass man einen Verein gründet, weil wir ja das Problem hatten, dass Fraktionen, die kommen oder Mandatsträger kein Geld der Partei geben dürfen für diese Veranstaltung. Und dass man das Ganze, da muss dann natürlich über einen Verein abgewickelt werden. Im Vergleich Rosa-Luxemburg-Stiftung oder Heinrich-Böll-Stiftung oder. Also, dass sowas in die Wege geleitet wird, die Vereine, die danach in diese Veranstaltung bezahlen. Ja, was haben wir noch besprochen? Genau, dass künftige Mandatsträger die Möglichkeit bekommen sollen, ein Praktikum zu machen, so einen Schnupperkurs bei Fraktionen. Wolfsburg oder Braunschweig, ich weiß nicht, wo ist Coco?
Braunschweig. Braunschweig könnte das wohl anbieten, dass für kommende Mandatsträger oder Interessierte halt zum Beispiel eine Haushaltswoche, dass die dann ein oder zwei oder vier Wochen, je nachdem, dass man halt mal einen Ausriss hat, wenn es dann halt viel zu tun ist, wenn man so eine Haushaltswoche hat, einfach mal mitzumachen oder mitlesen zu können und sich da schon mal reinzuarbeiten, wie das Ganze halt ist, dann wenn halt mal viel los ist, damit man gleich schon mal gesehen hat, wie es dann nachher aussehen kann. Ja, generell natürlich, das war, glaube ich, der eine Teil. Die anderen haben sich um How-To's bemüht, also wie man Pressemitteilung macht und diese ganzen How-To's mal aufgearbeitet, auch How-To-Aktionstag gemacht, da steht dann alles nachher im Pad drin, oder steht im Pad drin. Und wir haben festgelegt, dass wir uns am 27. September wieder treffen möchten in Hildesheim. Die mieten aber noch einen Raum an, das wird nicht eine Landesgeschäftsstelle sein. Und Strucki sagte schon, dass Göttingen Interesse hat, also die Göttinger Fraktion hat Interesse auch, sowas dann zu machen. Das wird dann 2015 sein. Und das gab es gestern erst, die Info. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Nee. Das war eins. Nö. Wir haben vorhin einen Antrag aufgehoben, haben nur auf dich gewartet, nämlich Raumkostenübernahmen mit einer Nordwestkonferenz in Oldenburg. Da haben wir auf dich gewartet, weil so Vernetzung der Gliederung ist ja dein Bereich. Ja, also ich habe das Ticket gelesen, ich habe da jetzt noch nichts zu geschrieben. Also die schreiben ja von 150 Euro. Das Entschuldigung. Angehen oder eben ablehnen? Ich will ablehnen, ich muss auch haben. Bestimmt kommen. Sonst hätte ich gerade nicht Pause gesagt, wenn du rangehen möchtest. Hat es nur nicht leise gestellt, entschuldigt. Macht ja nichts, ist ja nicht das Kino wieder. Richtig. Also die reden ja von einer Raummiete von 150 Euro. Ich hatte mit denen auch leider noch keinen Kontakt aufgenommen. Ist natürlich alles sehr kurzfristig. Ich mag da keinen bösen Willen drin sehen, das wird sich, denke ich, mal so ergeben haben, genau 10. Mai, das ist ja schon nächstes Wochenende. Das waren genau der SV Oldenburg, Ostfriesland und die Umliegenden. Also wurde das näher unten noch erläutert? Nein, also die Umliegenden waren es nicht. Nee. Es ist nur Oldenburg mit der RV. Ja. Aber die haben immer festhalten. Weil die haben doch geschrieben, sie wollen. Ich bin der Umliegende, also einer von denen. Ich auch. Das ist der andere Umliegende. Ach so, okay. Ja, aber sie haben gesagt, sie wollen die Umliegenden einladen. Das haben sie auch getan. Ja, genau, das ist gestern. Also. Richtig, gestern. Weiß jemand, wann diese Planung dafür gestartet wurde? Hat da jemand Informationen über auch noch? Sie waren nicht eingebunden als Umliegende. Das ist eine Veranstaltung des RV. O und des Stadtverbandes Oldenburg. Punkt. Claudia? Ich habe dagegen gestimmt, ja vorher schon, weil ich nicht sehe, dass ich, also wenn zwei Kreisverbände sich treffen, würde ich persönlich sagen, das kann ich in der Kneipe tun. Da frage ich mal, kann ich da nebenan den Raum nutzen? Und muss nicht 150 Euro bezahlen. Also bei uns in Hameln könnte ich dir auf Anhieb, sage ich mal, 10 Räumlichkeiten nennen, wo ich sowas machen könnte, unentgeltlich. Deswegen, das war so der Hauptgrund für mich, dass ich dagegen gestimmt habe. Der zweite Grund ist, es ist schwierig, weil wenn wir das jetzt zusagen, dann machen wir das nächste Mal, ich sage mal, für Hannover und Wennigsen und das nächste Mal für Hildesheim und Hannover oder wie auch immer, könnt ihr jetzt noch mehrere Beispiele sagen. Mir ist das zu lokal. Und die haben Gelder bekommen, wie die anderen KVs auch in der letzten Zeit. Da müssen sie das zusammenlegen, meiner Meinung nach. Helena? Ja, also zumindest Ostfriesland hat sehr große Probleme, einen Raum zu finden. Auch die können noch nicht so einfach jetzt in der Kneipe sagen, sie benutzen den Raum. Wir waren damals in einer Vorstandssitzung und das musste auch bezahlt werden, weil es keine Möglichkeit dort gab, einen vernünftigen Raum zu bekommen. Wie das in Oldenburg aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. Da waren wir noch nicht bisher. Wäre vielleicht auch mal was von den Oldenburger, wenn sie uns mal einladen könnten.
Und ja. Also ihr als Umliegende habt eine Einladung bekommen, was macht ja, ihr also so grundsätzlich mal, zu dem Konzept? Ich möchte mal was dazu sagen. Ich weiß nicht, was das Konzept ist. Ich habe aus der Einladung den Eindruck gewonnen, es ist eine Veranstaltung, um irgendwelche Unzufriedenheiten lautstark zu äußern und Stimmung gegen irgendwas zu machen, aber wir werden schon was finden. Okay. Hast du die Einladung nicht gelesen? Ich, keine solche Einladung. Aber Robert hat die bestimmt gelesen. Aber ihr sprecht doch dafür, dann müsst ihr euch doch kundig gemacht haben. Was für eine Einladung denn? Zu dieser Aktivität dort, über die ihr gerade sprecht. Also wir können ich habe keine Einladung bekommen. Du bist ja auch ein bisschen verwandt. Wir haben das euch diese Informationen zur Verfügung stellen werden. Ja, das ist ja interessant. Das war jetzt. Das Ding vor nachzulesen. Dann könnte ich das bei mir davor werfen. Dann schaue ich mal eben. Räume zu bekommen, wo sie nichts bezahlen müssen, denn die treffen sich auch regelmäßig im Norden, in Lea. Ich könnte es verlesen. Von da in Aurich, wo die Lafo-Sitzung war, wo ich auch war, das war ja in dem Hotel. Ja. Das hat natürlich Kohle gekostet, klar. Weil einer meinte, es nicht so repräsentativ sei. Deshalb war das auch in diesem schicken Hotel da und hat natürlich ordentlich Kohle gekostet. Das hat ja der Paulsen hat das ja da oben organisiert gehabt. Ne? Ja. Aber man hätte genauso gut auch nach Leon ins Taxi oder wie auch immer das Ding heißt, hingehen können. Da treffen sie sich regelmäßig, da finden auch Stammtische statt. Da haben wir auch eine Wahlkampfbesprechung gemacht im Vorgang des LAFOS. Das war auch in Leon dieser Kneipe und das kostet. Also, dass die keine Räumlichkeiten haben im RVO. Das hatte ich dann einen anderen Eindruck davon. Aber okay, gut. Die haben Räumlichkeiten. Also oder man kann welche finden, wo man nicht bezahlt. Jede Kneipe ist heutzutage froh, wenn da mal 20 Leute kommen und ein bisschen was verzehren und sagen, klar, kannst du den Raum haben, wenn da frei ist, nebenan. War eine Erfahrung, genau. Okay. So, wenn du noch suchst, könnte ich schon vorlesen. Lies vor. Ahoi Piraten im Nordwesten von Niedersachsen. Der Stadtverband Oldenburg und der RV Ostfriesland veranstaltet am Samstag, 10. Mai 2014 einen offenen Gesprächskreis in Anlesung an den Weihnachts-Think-Tank von Dezember 2012. Bei diesem Treffen soll erarbeitet werden, wie wir Piraten hier im Nordwesten uns besser vernetzen und gegenseitig unterstützen können. Es soll auch die notwendige Aussprache über unseren Landesverband stattfinden, die bei der LMV 14.1 im Norden aus Zeitgründen nicht mehr stattfand. Die unten aufgeführte TO gilt nur als Leitfaden und kann durchaus erweitert werden. Das Treffen findet statt in Oldenburg, Kaffeehaus Klinkerburg. Das Kaffeehaus befindet sich direkt im Bahnhof im alten Erste-Klasse-Wartesaal. So, vorläufige TO. Vorstellungsrunde, Festlegung der TO, Aussprache über den Landesverband, neue Ziele definieren, Zusammenarbeit der Nordwestkreisverbände, Vernetzung regelmäßiger Arbeitstreffen auf kommunaler Ebene und so weiter, gemeinsame Anträge bei der LMV, gemeinsame AG gründen, die Themen aus unserer Region beschäftigen. Wir hoffen auf rege Teilnahme, gute Zusammenarbeit, erster Vorsitzender, Schatzmeister Oldenburg und erster Vorsitzender RVO. Ach, hast gefunden. Ja. Gut. Ich habe noch nicht gelogen, habe ich alles vorgelesen, nur das Mal und die Uhrzeit habe ich etwas verkürzt. Bestimmt ein Komma vergessen. Hast du die gefunden? Ja, nee. Was? Welche, wo liegt die? Ich habe das gerade im Region Ostfriesland in dem Forum gefunden. Okay. Ja, also ich muss gestehen, vom Prinzip her, so kreisverbandsübergreifende Sachen finde ich jetzt nicht per se böse, wenn wir die finden. Allerdings dieses etwas vor veränderte Tatsachen stellen, ist gerade so. Also am Anfang, wenn man sowas plant, anfragen, ja, aber das ist nächste Woche und das scheint schon alles durchgeplant zu sein und man erwartet jetzt, dass wir das zahlen. Das ist ein bisschen komisch. Vor allem, weil laut Ticket klingt das so, als wenn wir nicht zahlen, dann geht das in den Bach. So. Also meine wichtigste Frage an Robert lautet, glaubst du, dass es dem Landesverband 150 Euro wert ist und so viel Nutzen für den LV hat, dass tatsächlich der Landesverband mit allen seinen Mitgliedern für ein regionales Treffen jetzt in dieser Situation bezahlen soll? Also generell habe ich damit kein Problem, wenn wir regionale Treffen fördern als Landesverband. Müssen wir auch nicht zwangsläufig mit 100% oder dass man sich beteiligt, dass man sich vielleicht symbolisch beteiligt, dass man sagt, wir tragen die Hälfte der Kosten, aber in dem Fall, jetzt in dem konkreten Fall, ist eher die Frage, das ist ja jetzt irgendwie alles ein bisschen übers Knie gebrochen.
Da kann man gerade ins Pad gucken, wann es da irgendwie an die angefangen haben. Wenn das jetzt natürlich in ein, zwei Wochen irgendwie durchgearbeitet wurde und dann zwei Kreisverbände gesagt haben, wir mögen uns ja, wir möchten das ein bisschen pushen, ist mir das ein bisschen zu klein. Wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Nordkonferenz und eine Südkonferenz, was natürlich nicht heißt, dass wir andere ausschließen, aber man hat dann vielleicht andere Interessen, sehe ich da generell gar kein Problem, das Ganze dann zu unterstützen. Aber hier ist es ja eher dadurch, dass es zwei Kreisverbände sind, eher eine Kreissache anstatt eine Landessache. Also da fehlt mir so etwas die Größe. Ich bin auch davon ausgegangen, irgendwie, da habe ich es vielleicht falsch gelesen, dass die Umliegenden irgendwie da viel stärker eingebunden sind. Davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Claudia? Ich habe immer so ein bisschen unseren noch nicht vorhandenen Kostenplan im Blick, beziehungsweise haben wir für so etwas überhaupt ein Budget, haben wir so etwas überhaupt festgelegt, dass wir generell für Kreis- oder Regionssachen Geld ausgeben wollen können, weil wie gesagt, wenn wir das dem zustimmen, müssen wir es immer für alle anderen genauso tun. Bedenkt das bitte. Gut, wenn jemand anders so eine Veranstaltung macht, also wenn wir jetzt vorher davon ausgehen würden, dass jemand anders vier Kreisverbände an einen Tisch bekommt oder einen Raum bekommt, um das Ganze dann zusammenzubekommen, sehe ich da nicht das Problem. Ja, ich sehe das Problem im Geld. Ihr dürft nicht vergessen, Leute, wir können nicht immer einfach ausgeben. Wir müssen uns vorher erstmal Gedanken machen, wofür wollen wir unser Geld ausgeben. Wenn wir jetzt einem das geben, müssen wir es allen anderen auch geben. Ja, aber wie oft hatten wir denn jetzt den Fall, dass vier Kreisverbände eine Konferenz zusammen machen? Darum geht es. Welche vier? Also maximal drei. Weil, soweit ich weiß, ist die Resonanz aus Delmenhorst, die ebenfalls eingeladen sind, eher nicht existent. Die vier bezog sich, glaube ich, auch nicht auf diesen Fall, sondern wenn sich vier zusammentun. Genau, wenn wir jetzt den Fall haben, dass vier Kreisverbände, okay, dass wir das. Wir haben anders wie über dieses aktuelle Ding gesprochen und nicht über zukünftige Regelungen. Nee, ich habe darüber gesprochen, dass man sich also generell immer vorher überlegen sollte, wenn ich etwas für kleine Stückchen aus einem Verband mache, dann muss ich das für alle anderen auch gewährleisten. Und darüber muss ich mir halt vorher Gedanken machen. Das heißt, eigentlich muss ich erstmal überhaupt einen Topf haben für sowas, um dann zu sehen, ob ich aus diesem Topf Geld nehme. Und nicht jetzt irgendwas entscheiden und dann sagen, ups, jetzt kommt der Nächste, oh je, was machen wir nun? Und jetzt kommt der Nächste, so meine ich das. Also insgesamt überlegen. Ich kann eine Konferenz machen, der kreisfreien Gebiete Nordwesten. Können wir machen. Wir zwei. Das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so, oder auf diesen Fall bezogen, sondern einfach immer generell aufs Generelle. Wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren. Also wir geben jetzt gerade, oder tun es nicht, Geld aus, das gehört irgendwie 2.500 Leuten. Und ich will halt sicherstellen, dass die Gelder, die wir ausgeben, diesen 2.500 Leuten auch nützen. Und es kann vielleicht im Landesverband nützen, wenn bestimmte thematische Sachen dabei rausspringen, von denen auch jemand aus Göttingen was hat. In dem Fall würde ich es in Erwägung ziehen, dieses Geld auszugeben. Aber es ist nicht mein Geld, sondern es gehört halt vielen Leuten und wir müssen es nur treuhänderisch verwalten. In diesem Fall bin ich nicht überzeugt, dass ein Gesamtnutzen für den LV rausspringt, wohl aber höchstwahrscheinlich ein Nutzen für die beiden beteiligten Gliederungen. Die haben Geld, die haben auch kürzlich noch mehr Geld von uns bekommen. Soll das dann einfach meines Erachtens so laufen? Auch also gerade nach deinem Rat, dem schließe ich mich an und lehne deswegen den Antrag ab. Lass mich raten, ihr habt schon alle ohne mich abgestimmt. Nee, noch nicht. Ich hatte schon, aber nicht hier. Ja gut, ich wollte auch noch nicht zur Abstimmung aufrufen. Ich wollte eigentlich gerade so, gibt es noch weitere Wortmeldungen? 3, 2, 1? Nö. Gut, jetzt rufe ich zur Abstimmung auf Zeile 278 bis 290. Ja, dagegen eintragen. Du bist jetzt einfach nur Rob. Okay. Janik, soll ich dich auch eintragen? Das kann ich selbst. Okay, kurzes Abstimmungsergebnis. 6-mal. Vor allem werden aus vielen kleinen Stücken ein ganz großer Stück. 6-mal dagegen, das ist ein Ergebnis Ablehnung und da irgendwie gerade sich die Runde auf ist, mache ich mal eine ganz kurze Pause. Weil ich gerade nicht durchblicke, warum Kevin gerade weg ist. Aber es ist nur eine Person, wir sind immer noch gespannt. Kaffee, okay, ich dachte, es ist gut. Ich dachte, es sei gerade irgendwas.
Nee, wir haben nur gedacht, du bist alle abgestimmt haben. Ach so, okay. Gut. Der ist eigentlich angemeldet. Aber der Vollständigkeit aber, Hagi hat auch dagegen gestimmt, ne? Das steht jetzt noch nicht da. Also somit ist es ein Einschlag. Wenn es im Patch steht, könntest du ihn am besten, wenn es im Ticket steht, am besten auch eintragen, damit das sinnvoll. Ich habe ihn jetzt bei ihm eingetragen. Alles gut. Dokumentiert ist an einem Ort. Gut, dann habe ich tatsächlich was für Sonstiges. Ich habe mir gerade keinen Titel dafür, weil du es gerade erwähnt hast. Das war jetzt ein Antrag einfach, nur das war ja kein Umlaufbeschluss. Ich weiß nicht, mir kommt es immer so ein bisschen, also dass man da schon direkt abstimmt. Ich weiß nicht, wollen wir das in Zukunft auch so machen, dass wir bei solchen Anträgen auch im Ticket abstimmen, obwohl es kein Umlaufbeschluss ist? Ist es so, geht so. Die GEO gibt das genauso her. Und zwar, du kannst eine Stimme, die vorab abgegeben wurde, wie die von Hagi in diesem Fall, die hat in der Sitzung auch bindende Wirkung. Die zählt mit. Sie zählt nicht mit bei Beschlussfähigkeit. Das heißt, theoretisch gesehen könnte einfach, wenn vier Leute da sind und eine Person sieht, oh, durch die Stimmen, die vorher abgegeben wurden, kriege ich meinen Willen nicht einmal die Sitzung verlassen und zum Beschluss verhindern. Aber es ist sinnvoll, denke ich, dass Leute das auch machen können. Es geht ja auch unter Umständen, so wie es jetzt bei Florian war, darum, dass er gerne mit abstimmen wollte, aber heute nicht da sein kann. Und somit konnte er ja seinen Willen noch Ausdruck geben. Ja. Deswegen auch legitim, dass das so bleibt. Grundsätzlich schon. Man könnte natürlich sagen, ja, Diskussion ist so wichtig für viele Anträge, dass wir das nicht so wollen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das nötig ist. Wir können es gerne machen, wenn man weiß, dass man eh nicht kommt zum nächsten Mal, dass man das schon abstimmen kann, dass man die Möglichkeit hat. Aber schöner ist natürlich, wenn man trotz alle, also wenn man die Möglichkeit hat und zur Vorstandssitzung kommt, nicht vorher abstimmen. Warum? Nur, dann kann man ja erstmal darüber neutral reden, anstatt dass man erst sagt, ich bin dagegen. Und dann redet man darüber und dann... Ja, haben wir doch aber auch schon gehabt. Dann kann man seine Meinung ja noch revidieren. Ja. Haben wir ja auch schon gehabt, oder nicht? Ja. Ich finde das jetzt nicht so weiter schlimm. Nö, kann man machen. Sich da, uns da jetzt beschneiden zu wollen. Warum? Nö, ist meine Idee. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, ob ich hier bin. Und hatte zum Beispiel das auch abgestimmt vorher. Weil, wenn wir wirklich in Dänemark geblieben wären, hätte ich nicht mehr hinterher abstimmen können. Nee, es ist ja keine Pflicht, die ich jetzt meine. Es ist ja nur, dass man nicht generell die Tickets durchgeht und dagegen dafür macht. Und dann, wenn man weiß, dass man am nächsten Mal eh dabei ist. Ja, aber... Ja, das kannst du ja machen, wie du möchtest. Ist ja okay. Ich denke, so viel Freiheit soll jeder haben. Mauszeiger hat nicht gefunden. Haben wir da noch was für Sonstiges oder gehen wir jetzt zur Besprechung über? Vorhin kam der immer noch, wenn ich fragte, ob noch was ist. Gut, dann kommen wir zur Besprechung. Und 17.05. Überwachungsspaziergang, 18.05. Demonstrationsrecht-Workshop. Wer hat sich damit beschäftigt? Oder wollen wir einfach nur... Ach nee, was? Ticket kopiere ich noch zum RV Hannover. Es geht wieder nicht. Tut mir leid. Kann ich dahin. Hast du irgendwas? Jetzt ein Sach. Bondage Bay. Bay. Bay, nicht Boy. Ich habe damit nichts zu tun. Komm, ich selber. Aber wollten wir das jetzt wirklich so in den Stream sagen? Natürlich. Ach, hast du was aus Hannover gehört? Haben die ihre Leute informiert? Was interessiert dich das? Bitte was, worum geht's? Um dieses tolle Ticket da. Das hat es nach Hannover kopiert. Hast du auch vorher gesehen, was sie damit gemacht haben? Nein. Mal aus den Augen, aus dem Sinn, ich bitte dich. Ach, ihr kennt ein Ticket nicht, Skandal. Doch, er kennt das schon. Ich kenne das. Oh. Das reicht schon, dass du das Ding überhaupt nicht hast. Vorhanden, das reicht. Boah, was weiß ich, was der Regionalverband da gemacht hat. Gut, wollen wir irgendwas damit tun? Also, Carsten hat es vor 9 Tagen in Bearbeitung gesetzt.
Ja, wollen wir das nochmal bei aktive NS ankündigen oder so? Mein Demonstrationsworkshop klingt ja erstmal nicht verkehrt. Und wenn ein paar Piraten dabei sind auf bei so einem Spaziergang, ist das vielleicht auch nicht verkehrt. Ich habe jetzt diese Links mir auch nicht angeguckt. Demo-Workshop, welche Sorte ist das? Da, wo man lernt, wie man sich verletzungsfrei von der Polizei wegtragen lässt? Wo man beigebracht bekommt, dass man sich nicht wehren soll. Es geht wahrscheinlich generell darum, wie Demonstration organisiert wird, wie man sie bewirbt und sowas alles. Und halt wie dort mit so Versammlungsgesetz und sowas alles, was man halt wissen muss. Ja. Können auch einfach bei Hannover nachfragen, was die sich so darunter vorstellen, was sie da machen oder nicht machen. Und dann überlegen, ob wir da noch irgendwie eine Ankündigung selber zu verschicken, wenn wir das wollen oder nicht. Ja. Machst du das dann? Ich werde mal kürzester Dienstweg, ja. Ich werde die mal ansprechen und schauen alles. Da ist ja auch ein Link zu dem Ticket. Gut. Dazu jetzt noch weiteres. 3, 2, 1, 0. Dann das nächste Ticket. Kündigung, Zipgate, Anschluss, Hildesheim, mehr Vorwahl. Das war ja eigentlich schon ein Antrag, der durch ist, oder? Der Antrag ist durch. Nur die neueste Info. Halli hatte das zu mir geschickt. Wahrscheinlich nur damit, dass wir kurz drüber reden, dass wir jetzt die Kündigungszeit wissen. Das heißt, einen Tag vor Ende des Monats können wir zum nächsten, also zu dem Monat danach kündigen. Ich bin nach wie vor mit Ole in Kontakt, der wartet, dass Thomas aus dem Urlaub kommt, damit der dann diese Umstellung, Thomas Heinen, meine ich, heißt ja, damit der diese Nummer zuweisen kann. Ich habe ihm dann nochmal gesagt, dass das auch Jens Berwig machen kann, habe ich ihm nochmal geschrieben. Und ich, da wir jetzt bis Ende des Monats Zeit haben, sage ich mal, also jetzt vorher sowieso nicht kündigen können, also nochmal so in etwa 28 Tage, denke ich, dass das bis dahin dann durch ist und dann hätten die immer noch 4 Wochen, bis diese Kündigung dann wirksam ist. Ja, also ich glaube, die Presseleute wollten gerne noch einen... Ja, ich rede. Ole, meinte ich. Genau, die wollten irgendwie einen Monat abwarten, in dem keine Anrufe reinkommen, um sicher zu sein. Also Ole sagt das jetzt in der nächsten Monat. Ole hatte mir vor zwei, drei Tagen eine DM geschickt, dass alles läuft und dass er jetzt diese Umschaltung eben, sobald Thomas aus dem Urlaub ist, fertig macht. Ah ja, prima. Kann also auch gerne oder Hagi, wer auch immer, nochmal mit Ole Rücksprache. Also wir sind da in ständigem Kontakt, also keine Sorge, wir machen da nichts ohne die Presse. Ja, da spricht ja nichts gegen dieses Ende dieses Monats. Also zumindest, dass man dann kurz bevor dieser Tag X ist, dann nochmal sagt, definitiv braucht ihr noch einen Monat oder was meint ihr? So, dann die Tour. Das ist ja recht kurzfristig. Ich war gerade verwirrt. Ich habe mir eben das hier angeguckt und noch beschlossen, ja, dreimal dafür angenommen. Aber dann habe ich rausgefunden, das haben wir in der Sitzung dann tatsächlich beschlossen. Bei dreimal Ja reicht nicht für durch. Richtig, genau. Den hätte... Nicht, wenn die anderen noch nicht abgestimmt haben. Beim Umlauf beschlossen. Genau, und deswegen war ich gerade irritiert. So. Wenn das in der Sitzung war, genau. Genau, aber das war dann in der Sitzung. Ja, wie auch immer hat jemand das Ticket nicht zu Ende ausgefüllt. Dadurch kann man es nicht sehen. Mhm. Und deswegen war ich irritiert, weil dreimal Ja... Das, was ich jedes Mal wieder kritisiere, dass wir irgendwie einen Ansprechpartner da reinschreiben in unsere Vorstandssitzung, der das dann ausfüllt. Ich bitte. Ich habe aber gleich bitte noch zwei Dinge. Gerne. Zu diesem hier oder unter sonst? Gut. Betrifft Finanzen oder andere habe ich schon vergessen. Schießen wir ein. Gut, gibt's zu dieser Kündigung jetzt noch weiteres? Nein?
Dann hüpfen wir wieder zu Sonstiges. Und ich mit den Schnappen Herren zu meiner Rechten aufrufen. Okay, es ist mir gerade wieder eingefallen, und zwar bei Kündigung SIP-Gate-Anschluss. Es ist außerhalb des Ticketsystems Kommunikation gelaufen, im Ticket, nee, auch die gesamte Kommunikation. Außerhalb des Ticketsystems gelaufen. Auslöser war das Ticket 19532, braucht ihr jetzt nicht aufmachen, ist eine Lastschrift vom Matzak Verlagsgesellschaft, wo die Frage aufkam, ey, wofür? Das ist ein Online-Abo der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, die während des Landtagswahlkampfes mal abonniert wurde. Wir haben dann erstmal versucht festzustellen, wer hat da momentan Zugriff drauf. Wir haben dann festgestellt, dass es zwei ehemalige oder noch aktive Mitglieder der AG Presse sind, die allerdings die Notwendigkeit so nicht mehr nachvollziehen konnten. Ich hatte mit Ole Kontakt aufgenommen. Ole hat gesagt, ach ja, wenn ich es hätte, wäre schön, aber wenn nicht, dann nicht. Der Regionalverband Hannover hatte dann gesagt, wir würden es gerne übernehmen, das Online-Ab. Das ist als Umlauf bei denen aber abgelehnt worden. So, das heißt also, aktuell zahlt der Landesverband Niedersachsen für ein Online-Abo der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, die von zwei AG-Mitgliedern, die auch im Regionalverband Hannover im Vorstand sind und in Hannover logischerweise auch wohnen, genutzt wird. Haben sich nicht mit der Kostenübernahme als Regionalverband einverstanden erklärt, sodass eigentlich die Weichen gestellt sind, dass das Ding gegebenenfalls gekündigt werden sollte, könnte. Monatlich 18 Euro. Ui. Ja, das irgendwo habe ich da auch mal was von gelesen. Es ist sinnvoll, sowas zu haben, wenn es aktiv genutzt wird. Wenn wir also irgendwo jemanden, eine AG oder was auch immer hätten, die aktiv Presseauswertung oder solche Dinge bewertet, haben wir nicht. Ich selber sehe im Moment auch nicht, dass wir das zukünftig wieder haben werden. Und nur um das Informationsinteresse einzelner Mitglieder zu befriedigen, deswegen stelle ich jetzt mal mündlich den Antrag auf Kündigung dieses Hartz-Abos. Ja, dann stelle ich mal mündlich den Antrag jetzt vorzuziehen. Bitte was? Akustisch nicht? Den Antrag vorzuziehen und heute zu behandeln, nicht erst am Mittwoch. Ich bin dafür, Antrag dass auf Umlaufbeschluss. Ticket zum... Brauchst du nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ihr behandelt ihn heute, dann behandelt ihn heute. Und das mit den 3 Tagen Vorlaufzeit ist, damit sich der Landesvorstand mit den Tickets beschäftigen kann, über die sie entscheiden sollen. Weil ansonsten war es nicht im Usus, dass gerne mal Tickets während laufender Sitzung eingeworfen worden sind. Das und wir plötzlich 500 Euro an Facebook gezahlt haben. Ja, aber so. Sollten wir das nicht trotzdem als schriftlichen Antrag machen? Ja, auf jeden Fall über Tickets. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen das Hagi ja dann auch irgendwie weiterleiten. Kann ja nachgezogen werden. Also ich wäre trotzdem dafür, das dann als Ticket einzustellen und das am Montag zu besprechen mit regulärer Laufzeit. Weil die Informationen jetzt alle komplett neu sind, die für mich, die du jetzt gebracht hast und ich einfach grundsätzlich skeptisch bei plötzlich eintreffenden neuen Anträgen bin. Okay. Ja, aber wir können ja jetzt einfach darüber abstimmen, ob wir das beschließen, ob wir den Antrag behandeln wollen oder nicht. Was haltet ihr davon? Ich denke mal, es ist unschädlich, wenn ihr das jetzt als A zur Kenntnis genommen habt. Zur Kenntnis nehmen. Ihr könnt auch gerne noch inhaltlich drüber sprechen und ich stelle dann auch gerne den Antrag als Ticket und wir behandeln das in der nächsten regulären Sitzung. Das dürfte ausreichend sein, um es zum nächsten Monat zu kündigen. Ja. Ungeprüft, sage ich das jetzt mal. Wahrscheinlich ist er eh entweder zum Monatsmitte oder zum Monatsende. Ich glaube, Kevin schreibt schon, ne? Kevin schreibt schon. Okay. Also stelle ich mal den Antrag, diesen Antrag, der jetzt gleich kommt, zu behandeln. Machen wir mal einen Beschlussbaustein. Oh. Wer ist dafür, dass wir ihn behandeln? Aber bitte nicht dort unten unter Sonstiges, weil dann spinnt die Vorlage, bitte dort oben hinpacken. In den, bei den, genau, da. Oh, wir haben schon abgestimmt. Der Jäger hier kommt auch. Dein Antrag bezüglich des Busses wird moniert, dass er von der Formulierung nicht ganz was trifft, was wir hier besprochen haben. Du hast geschrieben, nur Stimmberechtigte. Gesprochen wurde ja, dass vorzugsweise Stimmberechtigte. Na, das hatten wir ja relativiert, ne?
Es hieß vorzugsweise Stimmberechtigte. Wenn Platz, dann egal. Wenn kein Platz, dann vorzugsweise Stimmberechtigte. Nee. Also es wurde diskutiert, aber das kann ja trotzdem von dem abweichen, was Claudia will. Okay. Nein, aber ich meine, wir hätten zum Schluss gesagt, der Konsens, also ich habe den Konsens so verstanden, dass wir gesagt haben, Stimmberechtigte. Und dass wir dann theoretisch ohne, also hinterher immer noch entscheiden könnten, wenn wir den Platz hätten. Habe ich das falsch verstanden? Also ich hatte auch in der Diskussion eher den Eindruck, dass vorzugsweise damit nur wenn jemand, der bezahlt hat, keinen Platz kriegen würde, dass der nicht enttäuscht ist. Ich habe das auch so verstanden, dass man vorzugsweise stimmberechtigte Mitglieder dort durchfahren lassen. Aber letztlich... Das ist dein Antrag. Das ist jetzt mein Antrag. So. Ich habe es auch so verstanden, ernsthaft. Alternativantrag, also es war keine böse, Absicht, weil ich habe es dir ja auch noch gezeigt. Mhm. Ja, ich... Ich denke mal, wir werden einfach diesen, noch einen Parallelantrag dazu stellen, wo es darum geht, eben, was eben gesagt wurde, vorzugsweise, und wir stimmen dann einfach Mittwoch die gegeneinander quasi ab. So, das ist ja die Hartz-Kündigung, habe ich als Ticket eingestellt. ist die Frage, sollen wir das jetzt sofort handeln oder Mittwoch? Welche Nummer? Mach das Mittwoch, 19.825. 19.825. Was ist? Das Ticket ist ein paar Sekunden alt. Sollte dir doch klar sein, dass ich das weiß, oder? Ja. Er weiß, welche Nummer als letztes angelegt wurde. Daran liegt das. Ich habe dieses Ticket mit Vornamen. Ja. Jo, jetzt finde ich das nicht mehr wieder. Elena, wolltest du das irgendwo reinschreiben? Zeile 289. Ja. Da, wo halt Anträge sind. Damit das an der richtigen Stelle im Protokoll auftaucht für die spätere Verarbeitung. Das ist jetzt der Antrag. Genau, da muss man vorher. Müssen wir jetzt nicht erst abstimmen, ob wir darüber abstimmen wollen oder wie war das? Das kommt jetzt, genau. Behandlung des Antrages. Dafür ab Zeile 289 bis 291. Und soll ich dich bei der Gegend? Frau mich doch gar nicht. So, das war Behandlung über Abstimmung, ne? Ja. Wer denn ja? Ja! Sorry. Dagegen, nee, nee. Ich muss jetzt erstmal schnell meine Farbe ändern. Nein, das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Weil du das doch vorhin gesagt hast, hatte ich mir schon wieder vergessen. Ja. So. Sieht keiner mehr, dass ich so doof war. Naja, das ist ein Pad, da kann man auch im Timeslider zurücknehmen. Auf alle Zeiten festgehalten. Das habe ich auch nicht so ernst gemeint. Ich stehe zu diesen Fehlern. Es bleibt immer noch rot. Ja, willst du den Antrag behandeln? Nee. Also, genau, du musst einmal noch. Ja, es tut mir leid. Will nicht. Yes, ich sage jetzt keine Heilige. Gar nicht so. Gut, fünf Leute haben abgestimmt. Drei dagegen, zwei dafür. Damit wird der Antrag heute nicht behandelt, sondern... Nächste Sitzung Mittwoch. Ergebnis. Sieht aus. Dann haben wir ja schon drei Anträge für Mittwoch. Das ist doch super. Nimmt sich die Versendung auch. Na, ist doch schon was. Gut. Also sind das sogar schon. Aber du hattest zwei Sachen. Das war jetzt die eine. Andere habe ich vergessen. Zwei Sachen. Achso. Okay, ja, kein schade. Ticket dafür. Falls es dir einfällt, ich nehme dich dann wieder dazwischen dran. Dankeschön. Gut. Und falls es dir einfällt, wenn jemand redet, mach ein Ticket. Ja. 4-3-1. Was? Zeile. Achso, ja. Neuer Kompass 2.14.2. Oh, Annahmeschluss für Bestellung. Annahmeschluss für Bestellung morgen. Ja, das Ticket ist ja schon ein bisschen älter. Also. Ich habe nicht gesehen, was die AG Wahlkampf überhaupt alles an Material bestellt hat, aber. Hat die AG Wahlkampf das generell auf dem Schirm gehabt, das Thema Kompass? Ja, Florian ist nicht da. Also ich meine, dass die AG Wahlkampf irgendwo reingeschrieben hat, beziehungsweise die Wahlkampfkoordinatoren, dass sie keine Kompassen wollen. Vielleicht sucht das mal raus.
Gut. Sollten wir dann außerhalb vom Wahlkampf irgendeine Verwendung aus diesen Kompasszeitschriften ziehen oder wollen wir es einfach gut sein lassen? Also ich weiß, dass halt einige KVs die schon bestellen. Die Dinger würden halt nicht mehr wirklich für den Wahlkampf kommen und ich weiß nicht, wie sehr sie danach genutzt werden würden. Das heißt... Ja, also Thema ist natürlich kommunal. Das ist für Niedersachsen jetzt gerade zu diesem Wahlkampf nicht so hochinteressant, weil wir ja nur EU wählen. Fast. Und unseren Mellaraner Bürgermeister. Und ein paar andere Bürgermeister kennen. Ja. Aber ich habe eine Anfrage von dem Kompass bekommen, bevor er gedruckt wurde, ob wir das Editorial schreiben können. Und gerade wegen der Aktualität habe ich das mal nach Braunschweig weitergekehrt. Und Braunschweig hat tatsächlich was geschrieben. Deswegen Braunschweig, weil in Braunschweig einen TTIP-Antrag durch den Stadtrat gebracht hat mit Erfolg. Und das im Prinzip genau diese Themen kommunal und EU verbindet, was derzeit bundesweit ein hohes Interesse hat. Darum hat Merten, glaube ich, hat das Ding geschrieben. Das macht den Kompass jetzt für Niedersachsen vielleicht ein bisschen interessanter, aber ansonsten ist da viel kommunal und ein bisschen EU. Ich habe gerade nochmal das Ticket von der AG Wahlkampf gesehen und da hat Jessica geschrieben, wir wollen keinen Kompass. Also haben die sich dagegen entschieden. Ist ja auch erst nur mal nur eine Information, die wir besprechen. Ich glaube, sonst gibt es da nichts. Ja, gut besprochen ist es. Soll ich zumachen einfach das Ticket? Ja. Gut, dann. Ich hätte ganz. Noch Wortmeldung zu dem Kompass? 3210. Dann als nächstes Ticketnummer. Ich kann es eh nicht lesen, aber es sieht aus wie zusätzliche Schlüssel für LGS. Brauchen wir mal Bilder. Also da kam jetzt die Antwort vom Datenschutzbeauftragten und soweit ich das gelesen habe, sagt er, macht was ihr wollt. Es wäre natürlich immer besser, weniger Schlüssel zu haben. Also er hat nicht gesagt, macht was ihr wollt. Also es steht da genau der Text. Nee, ich wollte gerade sagen, es steht da vorne, ihr könnt lesen. Also ihr braucht gerade nicht selber alle gucken, sondern ich habe schon dahin geworfen. Ach, das haben wir nicht gesehen. Also ich lese daraus, macht, was ihr wollt, solange ihr bekannt ist, wer die Schlüssel hat und man es nicht übertreibt. Also. Naja, so wenig wie möglich steht da und ja. Aber es steht ja kein ihr müsst 4, ihr müsst 5, also darum geht es ja jetzt. Genau. Also er hat gesagt, grundsätzlich ist es auch aus DS-Sicht von Vorteil, wenn die Anzahl der angegebenen Schlüssel auf ein überschaubares Maß begrenzt ist. Ja. Wenn du als Gensek der Ansicht bist, dass 4 Schlüssel für die GS reichen, dann ist das okay. Du bist als Vorstand mit für die ordnungsgemäße Führung der GS verantwortlich und machst aus diesem Grund die Vorgaben, wie verfahren wird. Mehr Schlüssel als die aktuellen 4 müssen auch aus meiner Sicht nicht sein. Wichtig ist nur, dass immer festgehalten wird, wer jeweils einen Schlüssel im Gewahrsam hat. Gibt es sowas wie ein Schlüsselbuch mit Unterschrift und so weiter? Das hatte ich der LGS mal eingeworfen vor einigen Wochen, sie schon um gebeten, dies anzufertigen. Gibt's auch. Das müsste doch einer der Punkte einer Handlungsanweisung sein. Ich dachte, du bist die Einzige, die da noch fehlt auf dem Schlüsselbuch mit Unterschrift. Bitte? Das wurde genau an dem Tag, wo wir da waren, noch sofort angefertigt. Okay. Warum hat man mich nicht darüber informiert, dass ich glaube, das unterschreiben war, können? Ja, da warst du, glaube ich, gerade auf dem Sprung. Die haben das gerade ausgedruckt und dann müsstet ihr irgendwie schon gehen. Okay. Aber das wurde noch an dem Tag umgesetzt. Okay. Das heißt, es gibt eine Liste in der LGS, wo drin steht, wer einen Schlüssel hat. Okay. Also mit Unterschrift. Okay. Die Liste gab es ja vorher. Also nochmal gesagt, um das einfach nochmal zu verdeutlichen. Es sind 4, nein, es sind 6 Schlüssel vorhanden. Oder besser gesagt, im Moment noch 5. Für den Stahlschrank und nur um den geht es hier, weil von der Tür haben ja noch wesentlich mehr Menschen einen Schlüssel. Die Sache ist, es kommen 10 Briefe in der Woche im Durchschnitt, das heißt 2 Briefe am Tag. In diesem Stahlschrank sind alle datenrechtlichen, also unsere ganzen datenrelevanten Unterlagen, das heißt Mitgliedsanträge, das ist Post vom LV, das sind die
Unterlagen von den Schiedsgerichtsverhandlungen etc. pp. Alles ist in diesem Stahlschrank. Und ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass mehr als 4 Menschen aus der LGS einen Schlüssel für diesen Schrank haben, um 10 Briefe in der Woche vom Briefkasten in diesen Schrank zu befördern. Zumal man dazu wissen muss, dass, ich sage jetzt mal, 95% aller Post von Johannes eingescannt wird. Das heißt, für die restlichen 5% der Post hätten wir dann noch 3 Schlüssel zur Verfügung. Und ich denke, das sollte reichen. Wir brauchen nicht noch mehr Schlüssel, noch mehr Menschen, die dort Post öffnen. Wenn, ich sage mal, jeden Tag die Geschäftsstelle aufhat, Montag, Dienstag, Mittwoch, dann würde es doch reichen, wenn Montag, Mittwoch und Freitag eine Person, die eine Berechtigung hat, diese Briefkasten öffnet, die Post einscannt und in diesen Schrank verbringt, weil die darf ja da auch nicht liegen bleiben, die muss ja dann auch noch verarbeitet werden. Das wäre meiner Meinung nach völlig ausreichend, dann habe ich immer noch eine Person in Reserve, die also mal einspringen kann und sagen kann, Mensch, du bist im Urlaub, dann mache ich das. Oder man gibt den Schlüssel mit Unterschrift weiter. Wenn ich 3 Wochen wegfahre, kann ich ja auch sagen, wer hat noch eine Datenschutzverfügung, unterschreib mir das, und dann hast du den, also in dieses Schlüsselbuch, dann hast du in der Zeit eben den Schlüssel. Ich weiß nicht, warum noch mehr Leute einen Schlüssel bräuchten. Ja, also dazu, dass das meiste eben von Johannes gemacht wird, er meinte dazu auch, dass wir uns nicht darauf verlassen sollten, dass er immer das alles so gut machen kann wie im Moment. Und er fände es besser, wenn mehr Leute aus Hildesheim die Möglichkeit haben, Post zu bearbeiten, weil außer ihm haben die anderen Leute eben nicht so viel Zeit, die Post zu bearbeiten. Und wenn er ausfällt, dann fände er es sehr hilfreich, wenn genügend Leute, dass immer regelmäßig Post wirklich bearbeitet werden kann, auch zur Verfügung stehen. Und wenn die dann nur 2 oder 3 andere Schlüssel noch haben, sehen die das in Hildesheim nicht als gegeben. 10 Briefe in der Woche. Leute, ganz ehrlich, denkt mal ernsthaft drüber nach. Johannes macht, wie gesagt, fast alles dort. Genau. Wenn jetzt noch 3 andere müssten ausfallen, sodass dann nicht mehr gewährleistet wäre, dass da weitergearbeitet wird. Ja, aber die Zuverlässigkeit der anderen Leute ist nicht annähernd so gut wie die von Johannes. Ja, das heißt, wenn Johannes ausfällt, aus was für Gründen auch immer, dann brauchen die mehr Leute, auf die die das verteilen können. 10 Briefe zu verteilen in der Woche. Es geht ja nicht nur darum, um die Menge, sondern auch um die Regelmäßigkeit. Und bei einigen Briefen, die zeitkritisch sind, ist es halt wichtig, dass regelmäßig jemand nachguckt. Nicht so wirklich. Offensichtlich stimmt da was an der freiwilligen Auswahl nicht. Wie meinst du das? Wenn ich unzuverlässige Leute habe, dann muss ich den Schlüssel anbieten. Schlüssel haben und nicht, wer möchte die Arbeit machen und braucht dann einen Schlüssel. Verstehst du an den Fragen der Prioritäten, die da gesetzt worden sind? Also eigentlich wurde schon gefragt, wer will die Arbeit machen. Nein, also das ist alles geklärt. Dann haben die richtigen Leute auch den Schlüssel. Es gibt 2 Leute, die die Arbeit auch machen wollen, die sie zurzeit nicht machen können, weil sie keinen Schlüssel haben. Ja, aber welche Arbeit denn, bitteschön? Es geht darum, auch Johannes zu entlasten. Johannes muss ja im Moment dann 5 Tage hin. Nö. Oder 3. Also nur weil sie von Johannes eingescannt werden, ist meistens auch nicht, dass er die unbedingt rausgeholt hat, sondern er ist der Nächste, der dort wirklich arbeitet in der LGS. Aber ansonsten, wenn mehr Leute den Schlüssel haben, dann kann er auch entlastet werden. Dadurch, dass diese dann nicht erst sich von jemand anders den Schlüssel holen müssen, sondern selbstständig an dem Tag die Post bearbeiten können. Also erst, es gibt mehrere Sachen, die da nicht stimmen. Erstens müssen diese Menschen, die diese Post auch bearbeiten, auch einen Zugang haben zum Redmine und dieses auch umsetzen können. Das ist der eine Punkt. So. Da ich aber bislang nur Tickets von Johannes bekommen habe, gehe ich nicht davon aus, dass irgendjemand anders es tut. Also es könnten ja jetzt schon Johannes... Orhan hat es geübt und kann es. Okay. Und sollte es können. Also sagen wir, es sind 4 Schlüssel. Einer hat Johannes. Jetzt sind noch 3 andere Schlüssel übrig. Das heißt, wir können noch 3 Leuten einen Schlüssel geben, die Johannes entlasten, was bislang nicht passiert. Warum sollen wir jetzt noch 2 weiteren Menschen einen Schlüssel geben, wenn schon diese 3 Schlüssel, die vergeben sind, diese Menschen Johannes nicht entlasten? Ich habe mal kurze Frage. Das macht überhaupt keinen Sinn. Von den 3 Schlüsseln ist auch einer beim LV. Nein. Nein. 4 Schlüssel
sind nur... Ach, vier sind in den Hilsern. Nur für den Stahlschrank. Es geht jetzt nur um den Schrank, ja. Um den Stahlschrank. Nicht um die Tür, da rein können ja, die alle... Aber so, es nützt auch nichts, wenn jemand die Post aus dem Briefkasten nimmt, sie in den Schrank legt, so wie es bislang passiert, und dann, damit die Post dann dort liegt, ja, bis Johannes sie bearbeitet. Ja. Weil das passiert ja jetzt. Ja. Dann kann die Post doch genauso in dem Briefkasten liegen bleiben. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, nur aus dem Briefkasten raus in den Stahlschrank zu legen, damit Johannes das dann abarbeitet. Da reichen doch aber vier Leute, die das tun. Ist das derzeit die Situation? Ja, natürlich ist das die Situation. Du kannst die Tickets in Hildesheim ja angucken, wer die bearbeitet oder einscannt. Oder von wem kriegst du Post, wenn Post ist für dich? Johannes. Ja. Aber gerade Johannes hat halt gesagt, dass wir uns nicht darauf verlassen sollen, dass er das immer so gut macht wie ihr. Ja, aber dann hat er doch aber noch drei andere, die es tun können. Warum machen die es nicht? Die können doch schon seit Johannes schon seit einem Jahr entlassen. Keiner tut das. Das keiner tut, das liegt doch an den Leuten, die dort arbeiten. Also es gibt mindestens eine Person, die jetzt keinen Schlüssel hat, von der ich auch schon häufiger Tickets bekommen habe. Aus dann soll der nichts macht, den Schlüssel ja, dann geben. Sollen sie den Schlüssel anders aufteilen. Das ja. Ist doch nicht das Problem. Ja, Kinder, ihr müsst nur überlegen, der Arbeitsaufwand ist, das könnt ihr auch in den Tickets nachlesen, ist ungefähr 10 Stunden in der Woche von Johannes. Also für diese gesamte Dingens. Und das können sich vier Leute teilen. Ja. Also mit allen drum und dran. Also ich sehe es so, dass wenn an 6 Tagen Post angeliefert wird, und wir in der Lage sein möchten, schnell darauf zu reagieren. Und dann ist es sehr wünschenswert, wenn an 6 von 6 Tagen jemand mal kurz den Postkasten aufmacht oder wenigstens an 3 von 6 Tagen. So. Und das würde bedeuten, dass wenn ich jetzt nur einen Schlüssel habe, dann muss ich den jemandem geben, der das 6-mal die Woche macht. Wenn ich 2 Schlüssel habe, dann kann ich das aufteilen auf 2 Leute, die es 3 Tage machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die an einem Wochentag können, aber mit denen ein zweiter schon zu viel ist. Und dann würde ich aber dennoch, wenn das der Fall ist, diesen Leuten auch einen Schlüssel ermöglichen, um da einfach mehr Schnelligkeit reinzubringen. Und da sehe ich das Gegenargument, dass der Datenschutz uns das verbietet, eben nicht, sondern ich sehe das jetzt als einfach als Möglichkeit, eine Arbeit zu ermöglichen. Und der Datenschutz, also die Vorgaben vom Datenschutz sind im Prinzip, dass wir halt gut dokumentieren, was wir machen und dass wir halt Leute mit Datenschutzverpflichtungen und mit Schulung haben. Also ich finde nicht, dass das dagegen spricht, und ich finde aber schon, dass es ein größerer Vorteil ist, einfach mehr Leute mit dem Schlüssel zu haben als weniger. Und, aber die machen überhaupt nichts. Die machen doch da nichts. Haben die das selber gesagt, dass sie nichts machen? Ja, du siehst es doch. Du kannst doch die Tickets durchgucken. Also nur mal eben so die Frage, kann es sein, dass an dem Computer, an dem gearbeitet wird, Johannes automatisch eingeloggt ist? Nein, das darf nicht sein. Nee. Da wird nichts gespeichert. Also. Okay. Das hätte jetzt noch tatsächlich sein können, dass er halt automatisch im Hörgemein ist und dadurch. Das darf nicht sein. Das wäre der Super-GAU, wenn jemand anders unter anderem Namen dort arbeitet. Wie gut aber da hat die irgendwie. Also dieser Antrag wurde ja gestellt, als unter anderem noch der Drucker, der Druckerzugang und außer der Post. Nur über den Stahlschrank möglich war. Das hat sich ja erledigt. Mhm. So. Und Leute, überlegt, wir haben 4 Menschen, die einen Schlüssel haben. Und eine Person, die diesen Schlüssel im Moment regelmäßig nutzt. Außer vielleicht die anderen 3 machen einmal den Briefkasten auf, gucken, ob ein Brief drin ist und legen den in den Stahlschrank. Muss es dafür sein, dass wir unseren Datenschutz so aufs Spiel setzen, dass wir so viele Menschen an diesen Stahlschrank lassen? Ich möchte das echt zu bedenken geben. Wir haben so wenig Post. Wann kommt überhaupt irgendwann mal was Zeitkritisches da an? Ein Austritt oder ein Eintritt kommt mit Sicherheit nicht, kann ruhig einen Tag im Briefkasten liegen. Wann haben wir denn da mal was? Was zeitkritisch wäre, würde eh mit dem Einschreiben kommen. Was aber überhaupt gar keinen Unterschied macht. Das Einschreiben würde ja genauso im Postkasten liegen. Ja, aber... Ja, nee, wenn es unterschrieben werden muss, natürlich nicht. Nur bei den Rückscheinen einschreiben? Die sind aber sehr ungünstig, verschickt man besser nicht. Ich wüsste nicht, dass wir im letzten halben Jahr da was bekommen hätten, was so zeitkritisch wäre, dass das nicht irgendwie noch einen Tag warten kann und von mir aus auch 2 oder 3. Weil du kannst ja auch nicht gewährleisten, wenn es jemand rausnimmt,
dass derjenige anhand, er kann den Brief ja nicht zwingend aufmachen und weiß vielleicht gar nicht, legt ihn in den Schrank. Also der Unterschied ist ja nur, ob er im Briefkasten liegt oder im Stahlschrank. Ich weiß nicht, ich wüsste nichts, was jetzt so wichtig wäre, dass das nicht reichen würde jeden zweiten Tag. Und den Posteingang im Büro kann er nicht liegen, weil da liegt er schon mal besser als im Briefkasten draußen. Im Büro darf nichts liegen. Er darf nur im Briefkasten oder im Stahlschrank sein. Richtig, weil wir haben dort nur einen Raum, das heißt, es darf niemand irgendwas außerhalb dieses Schrankes oder des Briefkastens aufbewahren. Weil dort Publikumsverkehr ist und Menschen... Wenn sowieso alle im Schlüssel haben, ist doch egal, ob es da liegt oder im Schrank. Wenn da sowieso... Ja, da dürfen ja auch nur noch fremde Menschen rein. Ich war letztens in der LGS, ja, nicht mal was mitnehmen will. Ja. Was hättest du mitnehmen können? Weniger ist... Ja, wenn da Briefe gelegen hätten. Aber wenn da sowieso nicht einkassieren können. Aber es lag ja keiner? Nein. Aber ich meine jetzt, wenn man sagt, man kann es dann auch einfach in die LGS legen. Nein, wenn ich das da darf Besuch nicht reinkomme. Sein. Ja, aber wenn sowieso jeder einen Schlüssel hat, wenn da 10 Schlüssel rumkreuzen, dann spielt es doch gar keine Rolle, ob es nun im Schrank liegt oder in der LGS. Weil soll ich mal gucken, ob du noch eigentlich da LGS ist, ja, kommst, dann ist ja, ich als Besucher. Das ist doch total arg. Ja, sorry, das tut mir leid, aber... Weniger ist mehr. Weil es um Sicherheitsrelevante Sachen geht. Ist einfach so. Ja, weniger Sicherheit. Kann ich auch theoretisch einen Antrag daraus formulieren und ihn einfach abstimmen. Ich glaube, wir haben jetzt viele Meinungen gehört. Also ich sehe das ein bisschen anders, tut mir leid. Ich sehe das so, dass ich da zuständig bin und ich möchte das jetzt gerne entscheiden. Unsere letzte Aussage war, wir fragen den Datenschutzbeauftragten. Der hat geantwortet und daraus sehe ich meine Handlungsempfehlung. So war es vorher abgesprochen. Ich fände es jetzt einfach nicht richtig, wenn er jetzt anfängt und sagt, das hat er ja gar nicht so gemeint. Er hat eigentlich das ganz klar so gesagt, dass er es genauso sieht, wie ich es sehe. Er sagt nicht, dass es die Pflicht ist, dass wir wenig Schlüssel haben, sondern es ist vom Vorteil, aber wir dürfen als Vorstand entscheiden. Richtig. Das ist, also wir dürfen als Vorstand auch entscheiden, wir genehmigen 6 Schlüssel und... Also naja. Es ist uns nicht verboten von ihm. Nee, richtig. Nein, natürlich nicht, aber man kann auch, wie gesagt, Wörter im Mund drehen. Was? Wieso? Er sagt doch mal, was er will. Mehr als die aktuellen 4 Schlüssel müssen es auch aus meiner Sicht nicht sein. Sagt er das oder sagt er es nicht? Ja, müssen es nicht sein. Das heißt, er sagt aber nicht, es dürfen nicht mehr als 4 Schlüssel sein. Das ist ja, du willst ja vom Datenschutzbeauftragten jetzt wissen, darf oder darf nicht. Aber ja, das war doch aber klar, dass er das nicht sagen wird. Wenn du als Gensek der Ansicht bist, dass 4 Schlüssel für die Geschäftsstelle reichen, dann ist das okay. Sagt er doch. Wenn du sagst, 4 reichen, dann gibt er dir ja Rückendeckung. Weil er sagt, 4 ist ja jetzt eine Zahl, für 4, 6, 12 oder 8 zu nehmen. Nö. Das steht ja 4. Es steht ja nicht 6 oder 12 oder 18. Aber wie gesagt... Also viel wichtiger als die Frage, wie vielen Leuten wir Schlüssel geben, ist die Frage, wem wir Schlüssel geben. Richtig. Und zwar Leuten mit DSV. Und dann ist es... Das ist ja Grundbedingung. Das ist sowieso Grundbedingung. Ja, und dann ist auch die Unterscheidung zwischen 4 und 6 erstmal aus Datenschutzsicht nicht wichtig, sondern vielmehr, weil dann kann man halt gucken, wie ist das für die Arbeitsabläufe sinnvoll. Und wenn jetzt die Leute, die die Arbeit machen, sagen, es ist sinnvoll, da 6 statt 4 zu haben, dann würde ich mich dem durchaus deutlich anschließen wollen. Ich meine, dadurch, dass sie eine DSV unterschrieben haben, sind sie ja ohnehin schon verpflichtet. Ich habe alle eine DSV. Genau. Alle, auch die keinen Schlüssel haben. Also darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich wollte aber gerade reden. Jedenfalls, wenn sie eine DSV unterschrieben haben und eine Datenschutzschulung hinter sich haben, dann wissen sie auch, dass sie die Pflicht haben, darüber jetzt nicht in der Öffentlichkeit zu reden. Und deswegen sind die Datenschutzaspekte dadurch auch gewahrt. Natürlich ist es besser, wenn weniger Leute es im Kopf haben, aber sofern sie damit nichts machen, dann ist es auch nicht problematisch. Und sie haben es ja unterschrieben, dass sie damit nichts tun. Ja, der gesamte KV hat eine Datenschutzschulung. Nicht nur die Leute, die einen Schlüssel haben. Es haben alle eine Datenschutzschulung. Und der Vorstand sowieso Kraftamtes. Ist so. Darf ich mal, bei dem Ticket ging es doch, da war doch ausschlaggebend, dass ein Schlüssel nachgemacht werden sollte, weil ich einen für den Schrank hatte. Nein,
Nein, nicht? Hat jetzt mit dir da gar nichts zu tun. Also. Das ist ein ganz altes Ticket. Uwe, ausnahmsweise bist du nicht schuld. Ich bin beruhigt. Kevin, hast du ganz zufälligerweise einen Link oder so? Oder Claudia zu dem Pad, wo drin steht, wer einen Schlüssel hat? Also, ich habe sowas gesehen. In deiner Mail, ich habe genau die Namen rausgenommen aus, aus Datenschutzgründen. In diesen Dingen waren auch die Namen drin, aber ich wollte das nicht öffentlich ins Ticket schreiben. Ich möchte gerne mal kurz raus. Kurz Unterbrechen machen? Ja. Ja. Okay. Also 2 Minuten oder eine 5? Zigarettenpause? Ja. Zigarettenpause. Dann gucke ich mal über die Mail. Ich habe das. Jetzt können alle drauf gucken. Nein, es ist, der Bildschirm ist zu hell dafür, dass sie es sehen können. Sicher? Moment mal, du hast vorhin den Stream gesehen. Ist der Bildschirm zu hell? Nö, eigentlich nicht. Also die Kamera ist gut. Kevin, darf ich dir mal einen Aufkleber mopsen? Jo. Danke. Guck mal, ob ich den überhaupt kriege. Viel zu groß, muss ich zu schneiden. Keine Angst, Laptops zerstören wir nicht. Scheiße. Nur Tablets. Was? Er hat einen süßen Snowden-Aufkleber, der freischwingt ist. Ich geh raus. Andere Person. Weil ich gar keinen Schlüssel hab, den auch noch. Ich will mal schätzen, René auf jeden Fall. Ja, weil der Stream ist zweiter Person. Da war ich mit die Rede von zwei. Ne? Mhm. An einen darf man keinen mehr erinnern. Und ich dachte, einer von denen, die stehen, wäre. Orhan. Ja. Hätte auch keinen. Mhm. Ach, naja. Was sagt deine Familie zu dem Schlüssel? Hm? Was sagt deine Familie zu dem Schlüssel? Du kannst es jetzt im Stream verraten. Oh ja, ich verrate es im Stream. Was sagt dein Opa? Lebt nicht mehr. Oh. Dein anderer Opa? Selber Fall. Komm hier jetzt nicht mit Oma. Sagt deine große Oma. Groß. Deine Urgroßmutter. Was sagt dein Urahn? Ja. Nein, also irgendwie wollen halt schon noch mehr. Ein bisschen, ja. Wieso habe ich eigentlich eine Pet-Liste von Hildesheimer Pet? Also, weil du einen Account hast. Ja, geil. Ich habe keinen Account. Beantrage ein. Ich mache das aus Prinzip nicht. Bei Braunschweig haben wir auch keine Pet-Liste. Ich verstehe nicht, was dieser Mist soll. Ja, das ist so ein Schwachsinn. Ja. Diese Pet-Listen von öffentlichen Pets sind absolut notwendig, damit andere Leute mitarbeiten können, die keinen Account haben. Sonst finden die Pets doch nie. Ja. Ich habe kein Interesse mehr für jedes dumme Pet. Ich will einen Account. So. Ich finde es immer niedlich, wenn bei Niedersachsen.piratenpet immer wieder die Requests reinkommt, dass da Leute einen Account wollen. Ja, den nehmen wir sowieso nicht an. Genau. Und ich denke mir immer so, nein, nein, nein. Das Argument, dass Leute eine Datenschutzschulung haben und deswegen reinkommen dürfen, das ist Quatsch eigentlich. Na klar, wenn sie es nicht brauchen, dann... Genau, dann dürfen sie es auch nicht. Selbst wenn sie zugesichert haben, es niemandem weiter zu erzählen, dürfen sie es trotzdem nicht, wenn sie es nicht brauchen. Komm mal eben kurz rum. Ja, ich hab mich... Genau, das ist der Admin. Achso, Admin, okay. Und? Wir brauchen einen außer Technik, der sicherstellen kann, dass wenn alle Vorstellungen zurückgehen, ist immer noch jemand da ist. Gut, und warum ist er ihn auf uns zugeschlossen? Das weiß ich gar nicht. Ach, ihm ist klar, oder? Ja, die anderen Segen entwickelt und so eintragen kann. Ja, wir sind ja sowieso Reglavo. Ja, nur halt. Ja. Ja, weiß ich gerade nicht. Na. Die Notwendigkeit dafür. Ich geh mal auf Feld. Mach nichts.
Ja, die Schlüssel haben wir miteinander.
Die Sonne kommt langsam rein. Hier passieren Geräusche. Das verspürt ja schon, den aufzubrechen. Lecker, lecker. Das ist für den 8-Bereich aufgebaut. Links. Das ist gefährlich. Nein, von Kopf Tisch. Also 17.15. Das heißt, wir sollten 16.50 hier los. Also ich muss noch mal gucken, wie lange es wäre, bevor er ins Auto ist. Was? Also er bringt uns zum Hauptbahnhof. Übrigens. In welche Richtung müsst ihr denn? Hm? Weil wir Eva-Bahn fahren. In welche haben wir denn Elena? Fährt er durch, der Zug um die Uhrzeit? Elena. Was? Habt ihr denn schon Tickets für die Dinger? Ja, wir haben Tickets. Wir sind Studenten, wir haben in Niedersachsen immer ein Ticket für die Dinger. Ach, wir können eh gratis fahren, deswegen. Tut mal besser. Ja, wobei, das Mitnahmeangebot ist jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, dass die Fußballer in den Zügen unterwegs sind. Ne? Zu der Zeit noch nicht? Ja, okay.
Ich habe noch eine Frage zu dem aktuellen noch Schlüsselthema. Hau raus. Also, ursprüngliche Intention war ja wegen des Clubvorgangs, das hat sich ja erübrigt. War es das? Stand das so in dem Titel? Auch, beides. 20 Minuten. Achso. Okay. Dann gab es jetzt noch die Motivation von Seiten LGS her, dass die einfach aus betrieblichen Gründen zwei weitere Schlüssel wünschen oder nicht? Ne, das war die Aussage aus der LGS. Aus dem LGS-Treffen, ne? Genau, wobei ich mich jetzt nur an eine Person, die keinen Schlüssel hat, erinnern kann, dass die einen brauchte. Bei der anderen Person, die scheint doch einen Schlüssel zu haben und das dachte, dass die keinen hat. Okay, das heißt, die haben das betriebliche Bedürfnis halt schon noch. Das haben sie so geäußert, ja. Okay. Sie hätten gerne mehr. Aber sie haben definitiv nicht genau gesagt, wofür. Doch, der Mensch, der noch einen möchte, der möchte dann die Fassbar arbeiten. Das hat er in der Vergangenheit auch schon gemacht. Und die anderen drei, die noch einen Schlüssel haben, bearbeiten die Post? Die anderen drei, also mindestens einer von denen, ja. Eine weitere Person hat auf jeden Fall einen Schlüssel für Notfälle in Hildesheim. Und bei der vierten Person bin ich mir gerade nicht sicher, was genau die macht. Gerade bei Ihnen eine Frage. Und zwar werden die Schlüssel, die existieren, sind die nur zum Postbearbeiten da? Oder die Geschäftsstelle hat doch auch die Aufgabe, zum Beispiel Mitgliedsanträge, die über das Ticketsystem kommen, auszudrucken, um im Stahlschrank zu archivieren. Dafür werden die Schlüssel auch verwendet, oder? Was? Die Mitgliedsanträge, vielleicht kann man über das, die Mitgliedsanträge müssen ja archiviert werden. Ja. Ja. Das macht die Geschäftsstelle? Ja. Johannes. Nur Johannes? Nur Johannes, bislang ja. Hat auch noch nie ein anderer gemacht. Solange okay. Seit zwei Jahren weiß ich, dass das nur Johannes gemacht hat. Okay. Wenn das jetzt ein anderer machen möchte, dann spricht er nichts dagegen, dass einer, der es noch nie gemacht hat, ihm den Schlüssel gibt. Das war jetzt auch nur meine Frage, ob es neben dem Postbearbeiten noch weitere Aufgaben in der Geschäftsstelle gibt, die mit dem Schrank zu tun haben. Nein. Ja, das Archivieren von Mitgliedsanträgen. Also die beiden Aufgaben gibt es. Ja. Okay. Wobei das eine nicht das andere ausschließt, weil oft oder meistens kommen ja auch diese Anträge mit der Post. Ja, aber es geht ja zum Beispiel auch um die digitalen Anträge, die dann... Ja. Aber ich sehe zum Beispiel auch nicht, dass eine Person einen Schlüssel für Notfälle haben muss, weil die kann diesen Notfallschlüssel kann genauso gut jemand haben, der auch was tut. Ein Notfalltäter. Also jemand, der was tut, kann genauso den Schlüssel bei Notfällen jemand anders geben, wie Johannes den Schlüssel bei Notfällen jemand anders geben kann. Also ich sehe da überhaupt keine Notwendigkeit, dass jemand einen Schlüssel hat, nur für Notfälle. Für was für einen Notfall? Wenn es nur zwei gäbe, ja, dann würde ich es einsehen. Aber bei vieren, wofür? Ja, Leute, die Notfallbereitschaft machen, sind ja Leute, die vielleicht nicht regelmäßig Zeit haben, aber sofort zugreifbar sind. Also zum Beispiel auf einer Arbeitsstelle sind, wo jeder schnell hin kann. Das weiß ich jetzt nicht. Darum würde es schon Sinn machen, da unterschiedliche Regeln für die Personen zu haben. Kinas, nee. Also, welcher Notfall sollte denn eintreten? Naja, das ist zum Beispiel... Bei andere Kranken. Bus zur Halle verunfallt. Alle Insassen tot. Ja, zum Beispiel... Ja, aber jetzt mal ehrlich, Leute, worüber reden wir? Das zur Not hätte, dann hast du noch, Helen, du hast auch einen Schlüssel für Notfall. Ja, auch in dem. ja, genau. Das so. Also, dann müssen wir eigentlich jetzt erstmal 500 Schlüssel anfertigen. Nein, also noch eher. Moment, das wird gerade ein bisschen unkoordiniert. Helena darf den Raum nicht verlassen. So, die darf keinen Bus mehr fahren. Ich denke, das ist auch schon. Ich denke einfach, dass man es auch übertreiben kann. Das ist meine Meinung halt einfach. Eben wolltet ihr alle durcheinander und jetzt bei. Das geht, weil du nicht mehr vor bist. Ne? Bei dem Thema. Wir wurden gerade sehr autoritär zur Ordnung gerufen. Ich habe keinen Ordnungsruf, die Eltern. Möchtest du? Ich möchte es einkassieren. Gut, ein ganz kurz noch. Gerne. Grundsätzlich, wie viele Mitarbeiter hat die LGS? Es sollten ja eigentlich nur einen Schlüssel dafür da haben, die
zur LGS. So, wie viele Mitarbeiter hat die LGS? Das weiß ich nicht. Das ist das Problem. Ich habe vor in etwa 6 Wochen eine schriftliche Anfrage an den Vorstand Hildesheim geschrieben, mit der Bitte, mir mitzuteilen, welche Personen, welche Aufgaben, in welchem Zeitaufwand erledigen. Und ich habe bis heute keine Antwort darauf bekommen. Das würde ja das Schlüsselproblem klären. Genau. Und da ich aber rein offensichtlich halt nur sehen kann, dass Johannes Tickets bearbeitet und dieses RedMine nutzt, gehe ich davon aus, dass auch er 90%, also insgesamt 90% dieser Arbeit macht. Und dann sollten für die restlichen 10% 3 Schlüssel und 3 Mitarbeiter ausreichen, das zu erledigen. Und solange ich nichts anderes höre, sehe ich einfach keine Notwendigkeit, noch weitere Schlüssel anzufertigen. Vielleicht habe ich irgendwann eine Tätigkeitsauflistung, dann spricht ja überhaupt nichts dagegen, das zu ändern. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber im Moment sehe ich es nicht. Macht doch Sinn, erst dann wieder Schlüssel zu verteilen, wenn das geklärt wird. Warum soll man jetzt schon wieder Schlüssel verteilen, wenn man nicht weiß, für wen oder für was? Können ja, bevor wir sagen, wir machen keine oder wir machen Schlüssel, irgendwie die nochmal fragen, wofür die Leute, die jetzt einen Schlüssel haben, den brauchen. Das weiß ich jetzt bei 2 der Personen zum Beispiel nicht. Ja, sicher. Man hat gesagt Post. Das weißt du auch. Ja, Post wurde gesagt, genau. Ja. Aber ich bin mir halt bei 2 Personen jetzt auch gerade nicht sicher und würde die dann einfach nochmal fragen. Und dann kann ich bei der nächsten Sitzung das Ergebnis dieser Frage mitteilen. Ich würde einen anderen Vorschlag machen. Ich würde gerne nochmal hinschreiben und Sie nochmals bitten um eine Aufstellung Ihrer Aufgaben, um das besser beurteilen zu können. Weil wenn nur jemand dann doch wieder nur Post schreibt, sind wir, denke ich, auch nicht weiter und sprechen nächstes Mal genauso wieder über dasselbe. Ja, frag doch am besten bitte dann bei der Gelegenheit ganz konkret, wer die Schlüssel bekommen soll und für genau welchen Zweck. So. Und wofür die jetzigen? Genau. Genau, das auch. Also ich gucke jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, Landesgeschäftsstellenprojekt im RedMine. Da sehe ich Christel, Johannes, Orfin, Torben, Jason. Ja, 5 Leute, die anscheinend da irgendwelche Tickets bearbeiten. Ja, und Orfin hat gesagt, er steht da fälschlicherweise drin, er gehört da schon lange nicht mehr rein. Hat er selber so geäußert. Okay. Da sind halt auch Sachen, die überhaupt nichts mit der Mitgliederverwaltung zu tun haben. Da musst du differenzieren. Ja, klar. Gut, okay, dann müsste man so eine Antwort haben. Also wenn die sagen, die haben Bedarf, dann würde ich mich da jedenfalls nicht hinstellen und sagen, nee, ihr habt aber nichts zu brauchen. Sondern das würde ich halt schon noch ernst nehmen und einfach mal genau fragen. Ja. Dann kann man es, glaube ich, am besten beurteilen. Wenn es viele Mitarbeiter gibt, dann braucht man keine 6 Schlüssel. Gut, ich finde, das ist ein Fazit. Oder gibt es noch Wortmeldung? 3-2-1-0. Ach, das war das mit. Ich habe schon wieder versucht, das im Roten zu lesen, aber das war ja das aktuelle Paar. Gut, das war dann mit. Die Farbe ist fies. Die Liste der öffentlichen Dinge. Das heißt, wir würden euch gleich einmal ein. Wenn ich Internet hätte. Eine Zeit lang zu gehen. Ich muss dir irgendwie einen Kaffee geben können. Das heißt, wir machen irgendwie gerade die geschlossene. Genau, es gibt danach. Genau. Darum würden wir bitten. Das kannst du sonst eben machen. Einmal drüber fahren und auf Stopp drücken. Boah, das ist mit dem Licht hier gerade steht. Das ist ganz unten im Fenster. Mauszeiger, wo bist du? Tschüssi.